Am I hitting? Whee! Ich bin Affe, ich mach kalt. Yeah. Yay! Er greift zuerst. Und Angriff. Angriff. Ah, ah. Ja, warum haut er denn jetzt? Was ist, geht da jetzt ab? Nicht ins Wasser. Ich komm hier nicht runter. Wo kommst du nicht runter? Chris, kannst du mal eben das Eisen aus der Schmelze in den Stegel schmeißen, bitte? Alter, wieso hast du jetzt ab, du blöder Vogel? Ich hoffe, das passt alles. Eine Ausdauer. Oh, jetzt greift er an. So, jetzt können wir den noch ein bisschen umzingen hier. Ausdauer ist weg. Frosty! Level 20. Double boo. Ja, ich Dankeschön. Weiß. Aber hat mir nochmal 2 Level gebracht hier. Kleinen Moment. Nein. Sag mal an die Tür. Guten Appetit, Wango Jack. Moin, du Schweine. Ja. Grüße dich, André, ich habe auch noch nichts gegessen. Mit den Essenspause machen. Wäre schon 19 Uhr oder so, ne? Ja. Sagen wir für eine Runde L und dann Haier, ne? Ungefähr. Heute ist Sonntag, heute machen wir nicht so viel. Aber schon wieder 4 Stunden und Minuten. Ja, siehst du. Haben wir schon wieder, ne, viel gemacht heute hier. Ist ja einmal rum, wa? Ziemlich, ne? Die Bucht erkenne ich. Da vorne ist die kleine Hütte neben dem Riesensaurier. Ja, ja, ja. Ups, da poppt auf einmal eine Brücke auf. Ja, ne? Ey, mach mir die Tür auf! Oh, du Arsch! Ah, oh, nochmal Popo gemacht. Erstmal Popo. Ist das unser Planto? Yep. Ja. Oh. King Kong wurde gelevelt. King Kong? Ja, oder Koko oder wie der Viech auch halt heißt. Ah, der geht ab, der Affe. Ja, der geht gut ab. Hey, der geht. Erstmal schnell ausräumen. Was hab ich Klamotten hier drin? Weiß ich nicht. Was du von den Viechern? Ich glaube nicht. Die Tiere, nur die jetzt eben mit waren zum Fressen, ne? Ja, schön und noch so da, ne? Den da rein. Ne, jetzt oben die Maschine an. Ich. Ja.
Das Fleisch kommt oben rein, ne? Ist oben schon Kühlschrank? Ja, zwei sogar. Fleisch, einer. Licht aufgestellt. Ja, ich habe genau ein bisschen Licht aufgestellt. Und mache ich das jetzt auch nochmal. Da steht mir das Lagerfeuer ein bisschen zu sehr. Ich. Mach mal das Lagerfeuer weg, André. Weil ich da die Lampe eigentlich auch kaum wollte. Weil da hier irgendwie auch der eine Kasten ist. Die industriellen Brüder. Boah, ist das Ding ist hell. Das schreit bestimmt mal den ganzen Raum aus. Was sagt ihr das? Ja, ein Industriegrill, ja, den können wir auch bald bauen. Jo. Wo haben wir noch ein bisschen? Brauchen wir noch Öl? Öl brauchen wir nachher auch bald wieder, ne? Ja. Okay. Noch Metallbarren und Öl. Wie viel Öl brauchst du? Wie viel? Ja, das haben wir noch. Metall. Öl hole ich und. Das ganze Metall. Metall oder Metallbarren? Metallbarren. Ja, ich bring dir das hoch, ist in der Werkbank. Ja, ich weiß nicht, wie geht's gut. Na, 50 Euro. Ja, ich hab ein bisschen. Richtig, ich kann ein bisschen. Guck mal. 150 kann ich tragen inzwischen. 200 Euro. 200 Metallbarren und noch 40 Öl. Ja, bring ich dir gleich. Ja, alles hier rein. Ah, oh, mal 12. Ja, kommt. Brauchen auch bald wieder Eisen. Also Metallbarren. So, ist ja, ist wahrscheinlich erst drüben noch. Ja, das kann aber auch sein, ja, das stimmt. Drüben war ja auch noch so viel, ne? Aber ich glaube, da hat Olli, glaube ich, schon. Wir wissen ja nicht, oder? Weiß es nicht. Was habe ich mitgebracht? Die Sachen von drüben. Metall. Ja, habe ich jetzt alles in die Dinos gepackt, die ich jetzt gerade aufs Floß ziehe. Sehr. Dauert noch einen Augenblick. Okay. Ich muss hier erstmal alle stapeln jetzt. Das. Okay. Das kann dauern. Ein Industriegrill! Können wir ja ein bisschen Benzin hier rausnehmen. Ja, können wir jetzt ordentlich Fleisch braten. So, Benzin ist drin, ne? Noch Fleisch rein. Jetzt muss man vorsichtig sein, ich verbrenne mich da dran. Komm, Dragasch, mach den Grillmeister. Oh yeah. Warte, du noch... Hey, Finger weg, ist noch nicht fertig. Fehlt nur noch. Fehlt jetzt nur noch der. Die Schürze, wo Kiste ja, und die draufsteht. Mütze. Und die Mütze. Mit I love beef, ne? Ja. Nee, Chefkoch. Was hast du denn schon wieder, Olli? Echt wegen 5 Gramm, dann können die Viecher sich nicht mehr bewegen, sobald man aufsteigt. Das ist voll scheiße. Was packe ich denn in meinen Vogel am besten? Ja, Essen würde ich sagen, ne? Nein, ich meine jetzt hier vom Leveln her. Gewicht auf 3. Aber wenn man damit machen will, ne? 3 bis 400, ja, gut, kommt drauf an, was man damit machen will. Ja, ich trage ja hauptsächlich wenn und ja, wenn ihr ihn denn mal dabei habt. Gewicht würde ich auf jeden Fall auf 300 hoch machen. Kuckuck. Hallo Dinos. Hallo Zoo. Kuckuck. Wir müssen aufpassen, von oben nichts runterkommt, ne? Ja. Wir müssen die ein, zwei Dinos auf neutral stellen, dann werden die sich auch. Ja. Und das machen wir am besten mit denen, die betäuben. Ja.
betäuben können ja schon bald jeder zweite hier. Das stimmt allerdings. Also wir haben ja so viele Viecher, die betäuben können jetzt inzwischen, das ist ja der Hammer. Wir haben ja sogar noch so einen kleinen Affen. Der kann ja auch noch betäuben. Und. Also wir haben 4, 5 Viecher, die betäuben. Da geht Fleisch aber ganz verzweifelt noch. Ich sagte das. Ja. Da geht Fleisch aber auch schnell. Raptor hat das Ei geklaut. Oh mein Gott. Der böse. Böse. Raptor. Ich nenn uns die Jobs. Verzeiht. Was? Die klauen uns die Jobs? Die klauen uns die Jobs. Ich kann uns nicht drum. So. Wie war denn Tuborg, gell? Du dürft mich jetzt Hahn Jobs nennen. Ja. Werde sie von nun an nur noch Hahn Jobs nennen. Ja. Hahn Jobs. was machen wir denn mit den Viechern hier? Welche Viechern? Also hier ist noch ein Stego und noch ein kleines Schwein. Ja, die können da bleiben. Und ein kleiner... Kann auch da bleiben. Kann auch da bleiben. Kann alles da bleiben. Aber weißt du auch, gegen Schatzi-Hasi haben wir keine Chance. Ja. Definitiv. Stimmt, die hat Olli ja so unter den... Olli ist unter dem Kartoffel. Ja, Olli ist unter dem Kartoffel. Was dieses Wortes, wenn er nicht hört? Ja. Der Traum einer jeden Frau. Ein Kerl, der wirklich mal hört. Was meinst du, warum kann ich noch bei dir ist? Ja. Ja, du kennst man leicht. Ja. So, das. Ach, ein T-Rex steht hier auch noch rum. Ja, wo das denn? Ihr habt noch keinen T-Rex. Nee, Kano ist das. Ich wollte gerade sagen, wir haben keinen T-Rex. T-Rex, dann werde ich sofort zurückkommen und den holen. Mini-Kano. Mini-Kano. Ah, der ist sogar... Also den stellen wir mal nicht auf passiv. Der darf sich wohl verteidigen, wenn er sich traut. Was ist denn da wieder für Geschrei bei euch? Ich will das gar nicht wissen. Doch, du willst das wissen, Olli. Ich freue mich gleich auf meine Dusche. Oh ja, duschen. Oh ja, duschen. Warst du spät um kurz vor 12 Uhr duschen? Glaube ich dir. So, und Olli wollte den Riesenraptor, Rex fangen, ne? Mit den 10. Ja, ist klar. Bestimmt. Wer wirkt denn wieder mit seinen großen Händen? Ja, genau. Das meine ich ja. Er sagt immer, komm. Oh, boah. Das ist mir so kalt, was ist hier los? Oh, da lag wieder. Was? Da lag? Ja, gar nicht. Ich kann mich nicht mehr umdrehen. Was? Kann sich nicht mehr umdrehen? Ah, was macht ihr da schon wieder? Das ist doch so einfach, sich umzudrehen.
machen wir? Was sollen wir denn machen? Nix machen wir. Was? Wo nix? Wer sagt, wer redet was? Ja, keine Ahnung. Olli fragt, was wir da schon wieder machen. Nix Schlimmes. Hört auf damit. Ihr produziert Lag. Ja, aber... Da draußen ist ein Skorpion. Der Lex produziert. Das ist... einfacher. Schade. Olli, pass auf, es lag. Oh, uns jetzt wieder. Pass auf, Olli. Olli ist lag. Aber bei uns lag gar nichts. Apropos Lag. Wir müssen Bronto-Sattel bauen und dann mal zum Laggen bringen. Nein, ich bin gerade dabei. Ja, ich sehe schon, da unten läuft er. In der Verarbeitungsliste. Aber pass auf, nicht, dass unsere Hütte erwischt. Ne? Der reißt die Dinger nämlich auch ein. Nein, ich gehe schon ein bisschen weiter. Ah, die kann man mitnehmen, gut. Welche Sattel brauchen wir denn noch? Ich meine, es ist besonderes mitgebracht. Nee, erstmal nix. Ich brauche einen Lögos-Sattel. Den gibt das nicht. Da habe ich auch schon geguckt, ob es da eine Mod für gibt. Kann uns David zureiten. Du, bald ist es denn David egal, was ihn oder wer ihn zureiten. Bin nicht zugeritten werden. Eigentlich auch, ne? Ey, das ist ach. Ach. Das erzähl mal deiner Nachbarin. Wieso? Ja, weiß nicht. Die reitet mich doch nicht zu. Nicht? Dann machst du ja irgendwas verkehrt. Wer sagt denn, dass ich von dir zugeritten werden will? Du immer. Weil du ein Mann bist. Weil ich ein Mann bin? Du bist auf dem Papier. Steht männlich. So, das. Ach, das hat mich heute genervt. Ja, dann haben wir jetzt nur noch Zeug, ein bisschen Zeug in den Schränken. Lögos, wo bist du schon wieder? Wo hast du dich versteckt? Ich bin Richtung Brücke gelaufen. Dann leckt der Server noch gar nicht. Wir haben gar keinen Strom mehr. Krass. Ist der Generator auf. Zum Lärm. Da bist du. Wer hat denn den Generator ausgemacht? Leckt der Server nicht? Nee. Nee, jetzt gerade nicht. Nö. Was? Dabei hau ich ja alles um gerade. Nö, läuft alles super. Und ich läuf hinterher. Du hast keine kleinen Pflanzen mit, wo du Bären aussammelst. Doch, das natürlich. Ist leckere, nee, natürlich. Auch gar nicht. Ich stehe ja hinter ihm und nichts. Nee, aber das ist nicht genug. Das ist ja echt Larifari hier. Ja, dann geh ich nach oben. Der geht noch viel mehr. Ah, geh weg. Irgendwas steht hier am Weg. Alter, was selber ist denn hier? Also so. Normalerweise musst du, wenn du es richtig machst, bei dir selber 10 Sekunden Standbild haben. Ja. Ja, dann geh ich mal. Und in der Zeit muss der Server auch stehen. Dann machst du es richtig. Nein, ich habe heimlich den Server auf einem Root-Server gelegt. Ach so. 64 GB Arbeitsspeicher. David, nimmst du mich ein Stück? Ja, der läuft jetzt auf dem Crate. Ja, geht ja nicht. Doch, musst du aber ein Stück zur Seite gehen. Was ein Stück zur Seite geht, nie ein Stück zur einmal Seite. Einmal loslassen. Hab ich was verloren? Nee. Jetzt kannst du wieder. Bei dem geht das nämlich. Ah, schön. Kommen wir da überhaupt die Brücke hoch? Die bricht höchstens, glaube ich, zusammen. Gehst du wohl von der Brücke runter? Knirschen, bis hierhin. Alter, Brotto auf der Steinbrücke gesichtet. Und hinter dir bricht es zusammen. Alter, oh, Level up. Du hast Level up dafür bekommen, dass du lebend die Brücke überquerst. Ja, ungefähr. Ob die jetzt bloß nicht hier runterfallen? Ja, dann noch nicht so langsam wäre der Brotto, ne? Das ist ja immer. Du. Na, irgendwas ist immer. Ah, ich werde verfolgt. Piraten. Joho, Piraten trinkt aus. Arrgh.
Ich spiele so viele Piraten. Arr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 r
Skip Nein, wir Liver. Haben kein Ruhm mehr, kann man nicht sagen. Nee, da war doch noch so viel drin, ne? Ach, hier ist das ganze Stroh versteckt. Hängen wir jetzt hier fest? Ungefähr, ich muss mal gucken. Alter, keine gute Idee, hier oben hochzugehen. Alter, was wollen die ganzen Haie hier? Da gibt keine Standbilder bis jetzt. Ich meine, ich lieb haben. Ich geh aber nicht. Die Brücke eigentlich noch oder wurde die niedergerissen? Nee, die gibt's noch. Insel zu Insel, ich hab die noch nie gesehen. Ich glaube, die gibt's noch. Steinbrücke stand eben noch da. Eben als ich hingefahren bin. Geh tot, du Schildkröte! Ach ja, immer dieses Craften, ne? Ich muss, glaube ich, mal Punkte ins Craften setzen. Ja. Unnötig. Dann später noch Stein und dann noch oder alles auf Eisen aufwerten. So unnötig ist das gar nicht. Unnötig. Nein, so unnötig ist das gar nicht. So viele Punkte kannst du da gar nicht reinstecken, dass es was bringen würde. Doch, das bringt was ungemein. Das bringt schon nach ein, zwei Punkten, bringt das schon ungemein was, Olli. Da aber sowas von. Ja, du bist dann nämlich schon auf 100, ich bin ja jetzt schon auf 130%. Das bringt ungemein was. Das merkst du richtig, weil du pro Punkt 10% kriegst. Das merkst du auch gerade bei den kleineren Sachen. Ja, die kleineren Sachen, die rutschen noch eh so durch. Ja, aber dann, wenn du dann doch schnell durchrutschst. Ups. Alter, was ist was rennt hier im Weg rum? Geh weg da. Ja, wohl gar nicht. Das sieht komisch aus, wenn Bronto die. Der Bronto steht vor der Luft. Auf jeden Fall ist die Schildkröte gerade runtergeglitscht. Ja, und der Bronto steht vor der Luft. Hier ist gerade eine Schildkröte runtergefahren. Ja, das regnet Schildkröten. Geil, ne? Oh oh. Was also unter der Brücke will ich nicht wohnen. Wieso? Ja, wenn da jetzt eine Bronto-Schnellstraße ist, dann fällt er auch irgendwann mal runter. Gibt's ja auch eine Tür? Nein. Wo gibt's eine Tür? Ich gibt's die Tür. Seit wann gibt's das Türen in Häusern, André? Hier, da ist eine Tür, auf der anderen Seite ist auch eine Tür. Wo ist hier eine Tür? Rechts von der Hütte. Und links von der Hütte. Ach da. Und über der Hütte und drunter. Kann man aber scheiße erkennen hier, das Tor. Ja, ist ja auch geheim. Wir brauchen. Wir brauchen noch eine Bronto-Aufstiegsrampe, ne? Echt, ne? Damit können wir an der einen Seite vom Zaun hier bauen. Hier, kann man jemand den Stego leer machen, bitte? Ich kann grad nicht, ich bin gerade auf dem Bronto. Ich bin gerade noch am Craften, auf Gleichschwäche. Dann hier. Wo ist denn der Dings auch? Da. Ey, ich bin angegriffen hier! Einmal Herbert Kraun. Ja, dann hau ihn doch weg! Das ist die Knutschkugel. Alter, ich bin so kurz vor der Hütte hier. Oh. Einfach Knutschkugel. Ich komm. Nein. Was hast du denn da? Knutschkugel. Damon! Stopp! Aber die Schildkröte kann ich wegmachen. Ich hab Bären, aber ich hab keinen Nahrung. Guck mal in den Bronto rein. Wo ist der Mörser? Guck mal in den Bronto rein. Das sind 700 Nacko-Berries. Oh ja, schmeiß mal rein. Alter, da, was weißt du, was ich da jetzt mit den Bären gesammelt hab? Müssen auch die Tomaten-Ketchup-Bären drin sein dann. Ja, Mio-Bären, 760 Stück. Also, geht doch, was beschwert ihr euch eigentlich immer? Ist doch alles da. Und jetzt pack den Bronto ein, Olli. Alter. Nee, ich zähm jetzt die Kugel. Ja, super, die ich betäubt hab, oder was? Ja. Weißt du, wie das ist? Im Gegensatz zu dir kann ich LKW fahren, also musst du den Bronto parken. Also, Bronto geparkt. Beim Rückwärtsfahren immer Einweiser. Nein, ich park nicht rückwärts ein, ich spiel jetzt Fred Vollstein. Hier, bada, bada! Klatsch, von Südenwand.
Also das Eisen gleich in die Schmelze? Das Metall? Ja. Willst du hier weitermachen oder was? Ja, mir egal, ich kann euch, ja, ich kann hier stehen, ja. Ey, wir haben Chrisat hat wieder alles auf das Chrisat! Oh, Chrisat, nicht schon wieder! Oh, Chrisat! Ich wollte gerade sagen, dann kann ich ja den Rest vom Floß holen, aber das hat Chris doppelt halt gemacht gerade. Jetzt kannst du normal zusammenpfeifen und ins Gehege gehen. Ah, hier können wir jetzt gleich wieder alles sortieren. Also ich würde sagen, geht mal in die Option und ich schmeiß mal die Taste für alle Folgen, so schmeiß die mal raus. Will das Banky? Nee, nicht wild. Einfach nur ins Banky. Schmeiß ich raus in den Garten. Die Bode hängt ja noch rum an der Wand. Welche Wand? Über dem Haus. Das sind drei. Deshalb kann gleich mal die Tasten fürs Pfeifen wegmachen. Ja. Kriegt die nicht mehr. Pfeife. Reißt du aus der Tastatur raus, meinetwegen. T drücken ist nicht schwer. Gedrückt halten. Reißt sie aus der Tastatur raus, die Taste. Brauchst du ja nicht. Ja und, das schaffen wir aber auch alleine. Oh. Naja, ich meine, der Standardbefehl für alle Folgen liegt auf J, wenn man da aus Versehen drauf drückt. Ja, J ist natürlich übel. Deswegen löscht den einfach aus den Optionen, dann passiert die Scheiße nicht mehr. T ist besser, ja. Ja, zum Glück habe ich den Garten schön groß gemacht. Alter, was hier auch schon alle, was hier jetzt drin steht, Alter. Wo? Und noch eine Schildkröte, ja, die hatte ja auch noch. Kommt die Schildkröte wieder her? Die hatte ich noch. Die ist von oben runtergefallen. Na, die hier? Nein. Ja, die eine ist von oben runtergefallen. Ja, nein, die getamed ist. Die haben wir ja schon von Anfang an getamed. Ja, die habe ich doch eben mitgebracht mit dem Floß. Ja, die haben wir ja schon fast von Anfang an. Die schwarz-weiße. Ja, richtig. Ja, genau die. Die haben wir schon von Anfang an, ja. Die hast du ja am ersten Tag gleich flachgelegt. Ja, genau, gestern. Pfui. Jetzt hängen ja noch ein paar fluchte Polen in der Wand. Haben wir nicht irgendwas Schnelleres für den Dings da hier? Gemüsefresser. Dauert wieder eine Stunde, bis er fertig ist. Nee, das geht leider nicht schneller. Oh nee, wir hatten da wieder Trommeln gebaut. Dragas. Oh. Das Problem ist, er hat die versteckt oder bei sich die ganze Zeit im Inventar und wir kommen da nicht ran. Das heißt, er stellt sie immer auf, trommelt immer uns alle bekloppt. Und irgendwann dann deckt er das wieder ein. So, dann können wir die Tiere jetzt soweit leer machen, ne? Ja, gucken, welche waren das? Ja, die Tiere vom Floß sind alle vollgestopft gewesen. Ja, jetzt sind sie alle hinten da. Durchsappen. Alter, haben wir Fleisch. Da ist aber immer noch ein Haufen Scheiße drin in meiner Lager. Ja, können wir immer noch holen. Wie geht denn der Biest ab hier unter Wasser? Ist der Megalodon? Ja. Ja, der ist krass, ne? Wenn du jetzt noch eine Taucharmatur hast und alles. Ja, dann wird's voll abgehen, aber leider haben wir noch keine. Ja, wir müssen noch ein paar von den Viecher zähmen, dann unter Wasser gehen. Musst du dir einen Manta besorgen, der ist noch schneller. Ist wohl noch genau. Großes Fischfilet drin. Ja, wir müssen dann noch ein paar Viecher zähmen, Manta, Ichthyosaurus und sowas, dann müssen wir dann noch unter Wasser und den Wal suchen. Ja, und wir müssen ja noch das Gewässer zumachen. Ja, wir müssen den Wal suchen, Olli. Ja, super, tolle Idee. Warum? Ja, nicht ohne Tauchanzug, das sag ich dir jetzt schon. Ja, das weiß ich, deswegen sag ich ja, wir müssen uns jeder so ein Viech zähmen, Tauchanzug machen und jeder den Wal tanken. Jeder so ein Viech zähmen, Manta, Hai, alles was geht, so ungefähr, ne? Und dann ab geht die Reise.
Das ist unser Ziel, Leute. Das ist unser Staffelfinale. Dafür reicht dann ich Ichthyosaurus, weil da brauchen wir Geschwindigkeit. Das ist unser Staffelfinale, ne? Der Wal. Der Wal? Kein Dodorex? Ja, das ist... ja. Bonusmaterial. Bonusmaterial. Das Staffelfinale? Das so, ist das, was morgen schon Schluss machen? Das ist das, was nach dem Abspann... Hört sich so an, ne? Ja, ne? Glaubst du, dass ihr morgen schon den Wal findet? Nee, du gehst, du gehst jetzt los, baust zwei Taucheranzüge und dann zählen wir uns schnell zwei Ichthys. Nee. Und morgen holen wir deine Wahl. Ich kann noch keine Taucheranzüge, das willst du eigentlich von mir. Wieso nicht? Weil ich die noch nicht kann. Taucheranzüge machen wir denn nicht. Ja, so schnell. Und hier ist wieder einer. Morgen stellen wir erstmal die Dinos in Level höher. Und erstmal müssen wir dann auch noch einen Aufzug bauen. Aufzug? Ja, Aufzugsschiene, kleine Aufzugsplattform, mittelgroße oder eine ganz große. Wofür? Ja, einfach mal so auf. Da brauchen wir keine. Damit wir direkt in den Garten rauf und runter fahren können. Da brauchen wir keine Brücke nach oben, sondern können das direkt mit Fahrstuhl machen. Ja. Die 20 Stromgeneratoren, die du dann brauchst, um den Bronto hochzuheben, die betreibst aber du, ne? Nein, du brauchst. Mit Pedalantrieb. Ja, mit Pedalantrieb. Du brauchst Alter, die ganze Hütte leuchtet, wenn die Lampe da unten an ist. Ja, die ist geil, ne? Boah, mach die oben aus. Oben ist so krass, glaube ich. Das ist nur zum Testen, aber die untere ist in Ordnung. Ich sehe nix. Alter, komm mal rein. Die leuchtet ja schon hell. Hier unten brauchst du kein Feuer mehr als Licht. Wollte ich gerade sagen, hier unten brauchst du nicht mehr. Wenn du die Dinger draußen aufstellst, die Fluglichter oben noch und alles. Alter, da, die Hütte leuchtet dann wie ein Weihnachtsbaum. Ne? Ich kann hier nicht weg. Alter, Chris, was hast du an Laufgeschwindigkeit? Boah. Echt, Chris, hast du geskillt? Nur Laufgeschwindigkeit? Ah. Hä? Wie gar nicht, du bist viel schneller als alle anderen. Was sieht das noch so aus? Ui. Hä? Wieso höre ich hier schon wieder Musik? Weil es auch Ingame-Musik gibt von Art teilweise. Was? Wie? Es gibt Ingame-Musik? Ja. Die habe ich doch abgeschaltet. Ja. Von daher siehst du die Hütte nicht leuchten, Odi? Nein. Oh, natürlich leuchtet die, das sehe ich doch. Guck doch mal durch die Fenster. Wo bist du denn? Ich stehe hier. Bin direkt vor dir, du Nase. Bleib mal bei dem Dödi. Ja, jetzt sehe ich die Lampen hier, wie sie durchknallen. Da hinten siehst du das nicht. Ja, doch, auch. Du sitzt schon wieder auf dem... Oh, Dreier. Mag ich überhaupt? Was? Warst du da gerade? Ja. Dann guckst du denn jetzt zwischen Dinos drum? Ich bin am Pflanzenfasern sammeln. Er macht die Garten schön. Ah, er wächst zu viel Unkraut. Oh, die Dame, sorry. Ja. Also von hier hinten sieht das nicht so extrem aus. Willst du vielleicht noch die Rosen anpflanzen? Ja, natürlich. Wir haben mal gleich die... Eco-Tree die Blumenbeete kommen doch noch. Mach hier alles voll mit Bäumen, die nicht umgehauen werden. Stimmt. Olli, du musst noch Blumenbeete ersetzen und alles mit Rohr verlegen und so, ne? Wir müssen erstmal gucken. Das alles schon. Wir müssen erstmal gucken, wohin mit den Fällen. Ja, überleg doch erstmal, wo das Gewächshaus hin soll. Ja, gut, ist auch, recht, Olli ist clever heute. Und wie groß das werden soll vor allen Dingen. Ja, so groß wie mal hier geht. Oben auf dem Dach. Als Dach kommt das Gewächshaus oben. Richtig. Ja, gute Idee. Ja, ich weiß nicht. Was? Auch ich hab mal glänzende Zeiten. Hey, fuck off, Mann. Was hier? Wie? Nicht aufs Dach oder was? Ne. Oh. Daneben. Das Dach. Nein, wir machen einen extra Aufzug dafür, dann kann ins Gewächshaus hoch und runter fahren. Ja, deswegen, ja. Kannst ja von außen machen. Mach keine Treppe. Oder wir machen ein Gewächshausfloß. Und wir können auch umziehen. Ich habe da eine geile Höhle gefunden mit Wasserfall. Okay, wir ziehen um. Ich bin dafür. Wir müssen da bloß ein paar Alpha-Rechse verscheuchen. Kein Problem. Wieso kriege ich immer bei dem einen Eisvogel immer so einen Eisschaden mäßig? Weil der nicht nett ist. Was bei dir?
So, ja, die wird nur kalt dann, ja. Ja, war mein nicht. Auch nicht, dass er warm wird. Nee, das ist nicht. Nur... Oh mein Gott, nee. Nee, das ist nur Chrisat sein. Das wird Chrisat sein, ja, Floß rum. Ah, du bist ein Spielkind heute, ne? Was ist mit Chrisat sein? Chrisat sein Fliege. Wenn du dich da neben stellst, dann kriegst du Kälteschaden. Echt? Wo ist er denn? Wo ist der Chrisat's Body is cooling you down. Ja, der kühlt dich runter, wenn du neben stehst. Wo ist der Chrisat's? Ja. Da, wo Tanja steht. Hier. Ja. Bei dem anderen, bei dem anderen passiert das nicht. Wenn du dich neben dem stellst, dann ist da gar nichts. Keine Ahnung. Ich gerade wundert. Und bei dem Feuervogel wirst du auch nicht aufgewärmt. Nee, ist nur der. Sind bestimmt verpackt. Na, oder, ja, einer von den beiden ist ja verpackt, ja. Dann müssen die anderen beiden verpackt sein. Dann müsste ich ja beim Feuervogel auch Schaden bekommen. Keine Ahnung. Kann man den denn fliegen so? Ja. Jo. Hast du dann auch den Kälteschaden? Weiß ich nicht. Den musst du sehen unten in der Ecke. Ja. Ja, der läuft ja erst beim Timer runter. Wenn der Timer verbraucht ist und der dann neu kommt, dann weiß ich das. Ja, aber den kriege ich aber nicht bei meinem, bei dem anderen. Aber einen Kälteschaden krieg ich aber nicht. Ich habe nur den Debuff, mehr habe ich nicht. Ich bekomme keinen Kälteschaden. Ja, sorry, Debuff. Das kriege ich aber bei dem anderen nicht, nur bei dem. Ja, aber du kriegst ja trotzdem keinen Kälteschaden. Dann ist er wahrscheinlich ein bisschen verpackt oder so. Ja, dann müssen die anderen beiden ja verpackt sein. Vielleicht ist ja auch einfach der nur verpackt, der eine Vogel. Vielleicht hat der irgendwas Blödes da. Hä? Ja, aber so ein Debuff ist doch schon cool. Ja, aber der macht dir ja keinen Schaden. Sinn. Ja, aber das wäre ja für dich dann ja unproduktiv, wenn du dadurch einen Schaden weiß erleidest. Nicht. Hast du eben draufgesessen, kriegst du den dann auch? Ja, natürlich kriege ich den, aber wie wiederholt, ich bekomme keinen Schaden dadurch. Ist einfach nur dieser Buff. Es ist nur diese Anzeige. Ja, aber als Dauerzustand kriegst du denn irgendwann Schaden. Nein. Ich sag's doch eben gerade zwei... So Jungs, ihr schlaft heute Abend draußen bei den Dinos. Ich hab doch eben gerade, keine Ahnung, 3 Minuten lang diesen Buff gehabt oder 2 Minuten lang. Nein. Ich hab nicht einmal Kälteschaden bekommen. Wenn du in die Schneelandschaft gehst und der Eiswürfel auftauchst, kriegst du auch nicht sofort Schaden. Dauert einen Augenblick. Dann muss ich es mit den anderen beiden Türen auch machen. Ah, oh, ich weiß nicht, ich weiß. Ah, oh, er kommt trotzdem rein. Ja. Yeah. Herr Chrisat. Nimm schnell die Trommel weg. Das Tier sitzt am Schlachtfeld. Chrisat, geh mal eben raus und nimm die Trommel weg. Setz den Drager schon mal auf einen neuen Charakter. Nächstes Mal ausloggen. Ja. Nee, schubst ihn da einfach runter und riech am Sattel. Sind wir aber ein neuer Charakter. Der alte will da nicht mehr. Oh Mann. Ja. Hier ist ein Alpha Dello am Strand, Stufe 95, ne? Oh. Ja, box ihn um. Hier, die Richtung, von der ich gerade komme. In welche Richtung kommst du? Das ist wo? Da, wo ich über die Raptoren habe. Achso. Da, in der Richtung ist auf jeden Fall. Ach, man kommt jetzt nicht mehr rein und nicht mehr raus. Oh. Wir sollten oben eine Mauer hinziehen, ne? Damit hier nichts in den Garten springt. Ja, wir haben schon gesagt, die betäuben können, die werden auf neutral gestellt.
Dass die alles da wegnatschen können. Pass auf, André, ich catch dich und dann zeige ich dir das. Oh ne, das ist Chrisat. Ja. Hui! Da, Chrisat, kannst du einfach. Da hinten. Chrisat kannst du draufschmeißen, der boxt ihn gleich um. Du beißt ihn lange in den. Hals. Ins Bein. Hals, ich wollte ganz klar Hals sagen. Das böse Wort mit H. Bis er freiwillig aufgibt. Und. Er wird mit seinen großen Händen. Okay, der Alpha Dillo kommt näher, ne? Der kommt verdammt näher. Also soll ich jetzt dagegen machen? Soll ich sagen, bitte komm nicht näher? Ragash auf den Affen, du schmeißt ihn mit Scheiße. Einer auf den Boden dann und wegloppen. Ja, ich bin dabei. Und dann ganz weit. Ja, ganz weit ist gut, du. Wir ziehen am besten außenrum nochmal eine Mauer. Ich mach schon mal den Grabstein für den Flutenfuhren. Ja. Für David gleich rein. Mit David war doch schon mal tot. Nein, der war bewusstlos. Die Trailcharaktere machen wir keine Grabsteine, weil dann brauchen wir eine eigene Insel dafür. Ja. Grabsteine, ja, wir bauen eine auf. Wir doch die Insel jetzt aufgeben, die eine. Wir bauen eine auf Flöße. Da bauen wir die Grabsteine mal drauf. Die Flöße dann weg. Immer schön, dass du mit jetzt schießen mit Feuerfallen drauf. Ja, an. Wenn sie dann voll ist, dann Floß wird dann mit Feuerfallen drauf. Dann darfst du auch Trommeln tragen. Aber nur wenn wir wechseln. Mädels, macht so lang. Jetzt. Hopp, die hopp. Hallo Ali. Ah. Hallo, hören Sie? Jetzt gehen eine Flasche Pommes frites. Hallo? Damit kann man Döli weg. Was? Du hast mich vom Döli weggeschoben. Was ganz anderes verstanden, Alter. Aber das wiederhole ich nicht. Das möchte ich nicht wiederholen. Nein, ist auch ganz gut so. Ignoriere das jetzt einfach. Und so artet das wieder aus mit euch. Artet immer aus. Das ist manchmal sehr schwierig mit euren Wortwahlen, die ihr mal trifft. Oh, der Herr der Redekunst hat gesprochen. Was? Hat jetzt Wortwahl gesagt haben, oder was? Ja. Aber wenn Sie wollen, bleiben Sie doch ein bisschen. Rauchen Sie oder scheißen Sie in den Busch. Ah, er hat es mir erlaubt. Danke, Grey Ward. Der Herr artikuliert sich äußerst nobel. Ja, ab und zu hab ich's mal. Meine preußischen Wurzeln, die dann rauskommen. Ja, das ist der altwestfälische Adel, ich weiß. Mhm. Gut, dass er nicht anfängt, wild herumzugestikulieren. Nein, doch mache ich, aber seht ihr ja nicht. Ja, bezahlt für eine Webcam. Ja, sag ich dir. Ich wollte eigentlich eine Babycam machen. Noch besser. Kekscam, ja. Hallo, hallo Baby. Aber dann kaufe ich Plastikkekse, fällt da nicht so auf, fällt eh nicht auf. Nein, du musst ab und zu noch die Hand von Chrisat kommen, die dann die Kekse wegessen. Nee, hier die guten E-Park-Kekse, die halten auch länger, die musst du nicht so oft wechseln. Was? Die guten E-Park-Kekse? Die E-Park-Kekse, auch so, das ist eine Bundeswehr-Ration. Oh, die harten Knackdinger.
Die Mauersteine. Die du mit Käse aus der Tube essen kannst. Zähnebrecher. Aber nur wenn du so vorher eine halbe Stunde einen Tee aufgeweicht hast. Ja, dann brechen die noch deine Zähne. Hat aber den Vorteil, dass sie gleich dreimal so groß werden. Ja. Was ist das hier in der Wand? Was an welcher Wand? Als Toastbrot nennt man einen toten Dino. Die was, wo? Ist welche Wand? Wo denn? Wieso ist da ein toter Dimorphodon an der Wand? Keine Ahnung. Bei einer von uns? Das ist halt wie Fliegen, ne? Du holst die Fliegenklatsche raus und dann klatscht, puh, da hast du mal direkt an der Wand. Ja, kommt mal vor. Keine Ahnung, der da mal. Was ist das helle Ding, was hier über den Himmel fliegt? Welches helle Ding, was über den Himmel fliegt? Das nennt man Sonne. Allein schon über den Himmel. Nee, okay. Alter, hat der Mond die Geschwindigkeit drauf. Das ist Sonne. Alter. Das ist die Sonne. Ist doch nicht die Sonne. Doch, die kam jetzt von der anderen Seite und geht jetzt auf. Richtig, genau. Das ist beim Mond genauso. Das muss ich nicht verstehen, es ist oder? Es ist ein Alien-Planet, ein Gefängnis, das verstehen wir nicht. Nein. Wir sind in einer Computersimulation gefangen. Was bist du hier also gefangen? Ich hab jetzt überall nachgelesen, aber nirgendwo stand was von Gefängnis. Soll das sonst sein? Das ist eine Arche. Wir sind hier ausgesetzt worden. Ja, toll. Von wem auch immer. Aber eine Arche ist doch eigentlich eine Arche, würde ich. Eigentlich ja. So, das heißt. Arkenarche. Aber hier ist Ark auch gleichzeitig eine Benennung für die verschiedenen Server. Weil man auf den offiziellen Servern ja untereinander wechseln kann mit seinem Charakter. Kannst du hier auch? Im Prinzip musst du deinen Charakter. Offiziellen eher nicht. Du musst der Charakter nur abspeichern. Soweit ich weiß. Ja, aber du wirst selten einen inoffiziellen Server finden, der dich wieder den hochladen ja, muss. Das ist klar. Auf den offiziellen geht das. Das ist richtig. Ja, aber trotzdem, normalerweise, ich könnte mir das eher vorstellen, dass es eine Art Arche ist. Das könnte ich mir eher vorstellen, aber ich weiß nicht, spekulieren viele drüber, ne? Fertig. Der einzige Hinweis ist halt dieser Einleitungstext, wo es heißt überleben, aufbauen, entwickeln und entkommen. Wohin entkommen? Das stimmt. Kann man überhaupt entkommen? Und wohin soll man dann entkommen? Ja. Wenn du Bohnen anbauen kannst, ja? Kannst du zum Mond fliegen. Das sind magische Bohnen. Was denn? Wo kann man. So, wir müssen heraus. Sag nicht, du kennst das Märchen nicht. Wir müssen heraus, wenn das nicht kennt. So. Ja, siehst du, also, magische Bohne. Du bist auch so eine magische Bohne. Was macht unser Hai hier? Du hast gerade den Tempel zerstört. Oh mein Gott, der Dödi ist tot. Wieso ist der Dödi tot? Weil er mich schlagen wollte, den Dödi. Hat er jetzt wirklich den Dödi tot gemacht? Ja, natürlich. Nein, Odi, ist jetzt nicht dein Ernst. Ich hab was auch nichts zu tun. Wen hat der tot gemacht? Der Dödi, die Klitschkugel. Das dauert ewig, bis der fertig ist, Alter. David geht ihn halt töten. Welchen Hai? Ja, den wir gezähmt haben. Warum? Blödsinn. Schade. Ich schnitz schon mal einen Grabstein. Ah, oh, ich auch. Was ist denn Bonto eigentlich so langsam? Ja, das ist eine gute Frage. Hat er vielleicht noch 100% Geschwindigkeit? Ja. Ja, dann ist er halt langsam. Große Masse, große Trägheit, ne? Ich hoffe, dass er so 40 bis 60 Tonnen wiegt. Wow! Was? Alter, was? Keine Gastulinie im Hintern hat. Boah, da kommen ungefähr gerade gefühlte 50 Mantas an. Ja, holt schnell die Pfeile, mach sie kalt, betäubt sie, macht whatever. Alter, ich hab die hier gerade an der Hacke. Ja, ich bin mit dem Speer hier. Wo bist du? Wo sind sie? Ich kann hier nicht weg. Ich hab keinen Anunnaki-Speer. Wieso kannst du da nicht weg? Du hast dann Dödi getötet. Nee, da kommen sogar noch. 1, 2, 3, 4 Haie. Glaub doch nicht immer alles, was wir dir erzählen. Das sind die Ichthyosaurusse. Achso. Betäubungslanzen habe ich mitgebracht. 4 Stück. Frag mich aber nicht, wo ich die hinsortiert habe.
Das ist gut. Ich weiß. Okay. Und jede Menge Anunnaki-Keile. Sollten eigentlich auch alle hier sein. Und die Mattes kommt nicht. Sollen ja auch einen nicht ran. Dazu. Da kommt einer. Drager, scheiße einer. Hier. Ui. 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 Oh. Viel tragen kann der aber nicht. Nein. Nein, der Düdi. Ach nee, die Bären sind so schwer. Scheiße. Ja, Bären sind schwer. Ja, 5000 Stoff, ja. Getötet. Also die kann man ja nicht betäuben. Ja, es sind gerade mal 1200 zusammen hier drin, also der ist fast voll. Die kann man nicht betäuben, da muss man hinterher rennen und den füttern. Hinterher schwimmen und den füttern. Der ist aggro, wie sollst du denn das machen? Den Manta. Manta, wie willst du denn da hinterher schwimmen? Da musst du der dreht sich um und beißt dich. Beim Ichthyosaurus musst du das auch machen. Ja, verstehe ich ja noch. Ja, aber der beißt dich nicht. Ja, an. Ja, das verstehe ich dann aber allerdings auch nicht, wie das gehen soll. Oder ist das ähnlich wie mit dem Affen? Wieso, sind die jetzt hat die sie jetzt getötet mit der Betäubungsfalle? Ja, mit der Picke haben wir die getötet. Nee, nicht mit der Picke, mit den Betäubungsfallen. Ja, das ist ja egal, ob du die Lanze oder die Betäubungsfalle nimmst. Vielleicht macht die Lanze aber. Achso, nee, schade. Dann... Ja, wollte ich gerade sagen. Das glaube ich, die hat sie ja sonst ja auch noch. Also, probiert beim nächsten die Armbrust, vielleicht klappt das denn. Weil einige Viecher können halt nicht so viel einstecken. Die sterben an Schaden, bevor sie betäubt werden. Weil wenn du da hinterher schwimmen musst, das überlebst du ja nicht. Kein Fall, die sind ja so stark. Ah, aber ich weiß. Wenn ich dir sah, muss ich sowas glaube ich auch machen. Ja, aber der ist nicht aggro. Die kommen ja angeschwommen und wollen gefüttert werden. Ja gut, das stimmt. Eins, ja, das sind zu viele, Mann, das sind zu viele hier. Ich könnte natürlich mal in den Wiki gucken, ob da irgendwas drin steht. Doch kein einzelner Matter irgendwo. Da nur. Boah, da kommt noch ein Hai. Wollen wir noch ein Hai haben? Boah, können wir jetzt mal. Ende kommen. Ende kommen. Ja, 5 Stunden jetzt, genau. Jetzt 5 Stunden. Jetzt machen wir für morgen nichts mehr rein. Ja. Nicht aus, weil der Generator nicht mehr läuft. Richtig. Hier sind alle eingesperrt. Ja, den Hai habe ich mal auf neutral gestellt, ne? Dann wehrt er sich wenigstens, wenn im Wasser was angeschwommen kommt. Sehen wir, ob der morgen noch da ist, oder? Also... Genau, Olli, ne? Da jetzt fehlt. Nur die Maschine hier unten. Auf, aus. Halt. Schränke. Schmelze auch ausmachen? Ja, wenn wir nicht da sind. Kommen wir noch ein neues. Ja. Das ist mal fürs Zusehen. Ja, und für die neuen Follower. Ja. Ach, alle kaputt heute. Morgen ist wieder Arbeitswoche angesagt, das alles. Ich sagte das. Dodo Lieferservice, wo soll der Dodo hin? Steh mal hin. Da kann ich mir am Kopf stecken dann. Mehr ist kein Elite-Dodo. Brauchst du den Elite-Dodo dafür? Ist halt größer. Was ist das denn hier nicht im Leben? Können die das Fenster werfen? Jetzt hat sie geschissen. Wow, ich schmeiß sie raus. Hier hat die reingeschissen. Nee, die kann man nicht rausschmeißen. Doch, jetzt. Vom Fenster hinauf. auf, auf. Und ich dachte, das ist ein neuer Mörser. Zientchen will ihm. Hör mal, Zientchen Pfeil im Kopf. Wow, wie war das denn?
Argosch wieder hier ist, muss ich bei Sinti entschuldigen. Ab dahin in die Ecke und lieb sein. Na komm, Lygus, ich halte dir die Tür auf. Oh, alles gut. Auch schon Stefan, sorry. Was ist mit unserem zum Ende kommen? Ja, ich weiß, wir brauchen dann immer noch eine halbe Stunde. Ja, aber das kriegen wir auch hin. Ich war noch gerade dabei, den Ichthyosaurus so zu tame, aber andere gesagt, nein, wir sollen zum Ende kommen. Also lasse ich das. Ich dachte, wir kriegen nur ein Ende. Ne? Da wird nie ein Ende, außer die Wurst, die hat zwei. Außerdem hat Audi noch gesagt, wir müssen heute Trainingsrunde der Rocket League einschieben. Der will ich mit uns aber trainieren. Erst duschen. Ja, mach das. Audi will jetzt gleich mit uns trainieren. So, wie gesagt, wir danken uns fürs Zusehen für die neuen Folge. Schaut auf YouTube vorbei. Ruhig, ich kann ja. Macht auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tülle. Audi. Audi war Audi. Tülle. Tülle.